Also der Kirchentag ist keine Veranstaltung der evangelischen Kirche. Der Kirchentag ist ein Verein, eine Laienbewegung. Ich bin nicht in der verfassten Kirche, ich bin kein Theologe, sondern der Kirchentag ist gegründet worden, weil Kirche versagt hat im Kampf gegen Faschismus. Und der Kirchentag arbeitet geschwisterlich natürlich mit der gastgebenden Landeskirche zusammen, aber ist ein eigener Verein. Das Motto lautet ja, was für ein Vertrauen. Wie soll das denn verstanden werden? Die Losung heißt, was für ein Vertrauen. Sie soll als Ermunterung verstanden werden, dass wir uns etwas trauen können, dass wir anderen vertrauen können, aber auch, dass wir Gott vertrauen können. Ich habe immer Gottvertrauen als Impuls meines Lebens betrachtet, auch in schwierigen Situationen, auch als Journalist war für mich immer wichtig, da ist einer, der mich hält. Und nun gibt es, wenn wir mal den Glauben verlassen und zur Politik gehen, Diskussionen über den Beschluss Ihres Präsidiums, dass zwar viele Politiker eingeladen sind, aber keine von der AfD. Was ist denn der Grund für diesen Beschluss? Also der Kirchentag lädt nie Repräsentanten von Parteien ein, sondern er lädt Menschen ein, die etwas zu einem Diskurs beizutragen haben. Und da die AfD sich radikalisiert hat, da Rechtsextremisten auch die Parteiführung stützen, da Ungeheuerlichkeiten jeden Tag passieren, ich sage nur erinnerungspolitische Wende, Vogelschiss und anderes, haben wir gesagt, wir wollen ein Zeichen setzen. Auf einem Kirchentag, auf einem Podium wollen wir keine Leute haben, die für Ausgrenzung sind, Leute, deren Gefolgschaft Fremdenhass verbreitet. Und von daher, glaube ich, war es auch ein kluges und gutes Zeichen. Wobei es auch Kritik daran gibt, beispielsweise von Ilse Junkermann, Bischöfin in Mitteldeutschland, die sagt, die hätte sich eine Auseinandersetzung mit der AfD eben mit demokratischen Mitteln, also auch im Zuge von Diskussionen, gewünscht. Warum sind Sie dagegen? Also, wenn die AfD kommt überall vor, das muss sie auch im Parlament, in jeder Talkshow sehen Sie einen sitzen, dass der Kirchentag eine Inszenierung macht, um irgendjemand von der AfD auf einem Podium zu haben, damit der Kirchentag sagen kann, ja, wir weichen jetzt dieser Kritik aus. Ich halte die Kritik für falsch. Man muss die AfD genau beobachten. Die AfD hat sich in den letzten Jahren etwas Dramatisches vollzogen. Das ist eine Partei, die wirklich am rechten Rand steht. Ich kann jedem empfehlen, den Verfassungsschutzbericht über die AfD zu lesen. Da wird aufgelistet, was in dieser Partei an Ungeheuerlichkeiten passiert. Da möchte ich keinen Vertreter von auf dem Podium haben. Ja. Unter anderem, die AfD hat ja die Finanzierung des Kirchentages mit Steuergeld kritisiert. Wie sehen Sie denn Diskussion, mal abseits von der AfD? Also immer die Frage, wie finanziert sich ein Kirchentag? So ein Kirchentag wird aus verschiedenen Töpfen gespeist. Ich komme gerade von einem Sponsorenempfang. Es gibt viele Leute in der Gesellschaft, die als Sponsoren auftreten. Die Kirche gibt Geld. Das Land hat Geld gegeben und die Stadt Dortmund auch. Und wenn ich mir die Stadt Dortmund jetzt mal anschaue, wir sind dankbar dafür, dass wir Hilfe bekommen haben. Aber beim Kirchentag bleiben nach Studien etwa 20 Millionen da. Die haben rund 3 Millionen gegeben und 20 Millionen kommen zurück. Und es kommt ein Imagegewinn zurück.